So, das sind meine ersten Styles hier. Ich zeige euch das am besten mal so. Ich habe hier eine super schöne Bodypant der Firma Campio euch rausgesucht. Hier die Details seht ihr hier oben. Die wird also schön gemütlich getragen. Hier oben mit Gummizug. Das Höschen verjüngt sich nach unten hin, wird also schlank. Und oben habe ich euch ein schönes T-Shirt, Langarm-T-Shirt der Firma Marco Polo drunter gelegt. Das ist so ein Flammgarn, so ein ganz leichtes Material. Und ein bisschen durchsichtig ist es, aber super angenehm von der Qualität. Am Hals ist es oben ein bisschen näher am Hals zu, also gar nicht mal so ein großer Ausschnitt. Und dazu kombiniert habe ich euch die mega schöne Leichtdaunenjacke der Firma Fuchs und Schmidt aus dem OG. Die ist Gold und dazu passend gibt es eine Softshelljacke in dieser Farbe. Muss man natürlich nicht zusammentragen, aber die ist auch mega schön. Kann man zusammentragen, aber auch einzeln. Eine Softshelljacke mal ganz anders und schick. Zu diesem Outfit könnt ihr jetzt wunderbar die Marco Polo Slipper, die haben wir in Schwarz, Leder da und in diesem hellbeigen Wildleder im Haus. Und es gibt natürlich auch unsere wunderschönen Aigner-Taschen und Aigner-Geldbeutel. Ich mache euch nachher ein Foto, stelle euch Preise dran. Mein zweites Outfit ist hier diese wunderschöne Lederjacke von der Firma Mace. Die ist butterweich, wirklich. Ich kann es jetzt schlecht anfassen, weil ich, oder ich kann es mal versuchen, damit ihr das seht. Das geht vielleicht. Also sie ist wirklich butterweich, der Stoff. Und die habe ich leider nur noch zweimal da, schreibe ich euch dazu. Und dazu einen 100% Leinenpullover der Firma Marco Polo, Langarm, mit einem schönen Rollbändchen hier unten, also kein Bündchen in dem Sinne. Und hier unten auch wieder so ein Rollkännchen. Und oben am Hals auch wieder dieses Kännchen. Und dazu kombiniert, jetzt ist es mir leider abgegangen, ein schönes Kettchen der Firma Pilgrim mit einer echten Süßwasserperle. Ein Monari-Schal, der sich farblich schön einschmiegt mit so einem schönen marmorierten Muster. Hier mit so schönen silbernen Details. Und dazu kombiniert die Marc Kane Hose, eine Leinenhose, die sich auch unten verjüngt, schlanker wird. Und das ist eine ganz einfache Schlupfhose. Hier oben mit Gummizugbund, also all over, überall ist dieser Gummizugbund. Und sie hat hier an der Seite diese Einschubstaschen. Auch eine wunderschöne Passform hat die, also reinschlüpfen und wohlfühlen. So, und das Blüschen, das man kombiniert zu diesem Outfit auch tragen könnte, sogar unter den Pullover, wenn man möchte, ist unser schönes Mosmosch-Blüschen mit italienischem Material. Also es ist wirklich butterweich, hat tolle Elastananteile, man fühlt sich total wohl darin. Was das Schöne an dieser Bluse ist, ist diese Ärmellösung. Das kann man nämlich wunderbar vorne aus der Jacke rausschauen lassen, ob man jetzt einen beigen Trench anzieht. Das macht was her hier vorne. Und wie gesagt, die Bluse hat einen schönen Stretchanteil, ist super bequem und hat keine Kragenlösung. Also sie hat eine runde Kragenlösung und hat keinen normalen Kragen. Das wollte ich sagen. Das Blüschen, das haben wir schon seit einem halben Jahr. Immer wieder kommt das nach. Wir haben das in Schwarz, in Blau, in Dunkelblau und in Weiß. Das ist unsere allerlieblingsbluse. Und wir haben sie jetzt auch in diesem tollen Beige gestreift bekommen. Die Firma Mosmosch aus dem Obergeschoss.